Willkommen zu einem neuen Test auf meinem Kanal. Wir testen Die in the Dungeon Origins. Kostenloses Spiel. Kurz ein paar Eckdaten zu diesem Spiel. Das Spiel selber ist erschienen am 1. Dezember 2023. Ist ein Kartenspiel im Indie-Genre. 2D und die Beschreibung sagt aus: Kämpf dich durch einen geheimnisvollen Dungeon in diesem rundenbasierten Roguelike, in dem du keine Karten, sondern Würfel verwendest. Erledige deine Gegner, indem du Würfel aufkombinierst. Verstärke ihre Effekte mit magischen Relikten und entdecke die Geschichte hinter Die in the Dungeon. Das scheint ein anderes Spiel zu sein. Ab davon auch, was aber glaube ich noch nicht erschienen ist, da bin ich mir aber nicht sicher, ist ja auch egal, das ist hier das kostenlos, deswegen testen wir das. Und auch wenn das im Genre Würfelspiele oder Kartenspiele ist, scheint es ja ohne Karten zu sein, sondern mit Würfeln. Wir gehen einfach mal rein und schauen mal, ja, es war automatisch auf Deutsch noch so, deswegen, es wird auch Deutsch unterstützt, wie man sieht, und ja. Lass mal beginnen. Okay, was haben wir denn hier? Willkommen zu Dungeon Dungeons. Wir empfehlen dir, das Tutorial zu spielen, um die Grundlage des Spiels zu verstehen, ehe du loslegst. Ja, ist okay. Du hast keine Lust dazu? Das ist in Ordnung. Denk aber daran, das Tutorial ist auf Ebene 1 jederzeit verfügbar. Das ist gut zu wissen. Es ist also immer verfügbar. So. Das ist schön. Wir haben jetzt... Ah, okay, da haben wir was. Blockwürfel. Schützt den Spieler mit 2 Schilden. Heilungswürfel. Regeneriert 3 Leben. Oh, das ist gut. Ein Angriffswürfel. Verursacht 2 Schaden am anvisierten Ziel. Mhm. Bußwürfel. Erhöht den Wert aller Würfel um plus 1, die ein Feld weit entfernt sind. Oh, okay. Okay, also ich hätte jetzt gesagt, so, und nun? Ah, warte mal, jetzt muss ich noch was gucken. Ah, wir haben auch nur eine bestimmte Anzahl an Punkten unten. Das bedeutet, wir haben jetzt ein Dreier-Schild, kriegen neue Würfel. Am anvisierten Ziel, ja. So, das würde ja rein technisch gesehen sogar schon ausreichen. Aber wenn wir uns noch das Schild geben, sollten wir keinen Schaden kassieren. Du erhältst einen neuen Würfel, erhöht die maximale Lebenspunkte. Ich nehme einen neuen Würfel. Grasstandard, Spielwürfel, fügt dein Deck einen neuen Würfel hinzu. Okay. Blockwürfel sind schon mal geil. Healwürfel auch. Ich weiß halt nicht, was das ist. So. Keine Ahnung. Wir müssen mal reingucken, ob das geht. Können wir in unseren Rucksack gucken? Hey, nicht so hektisch. Dieser Gegner ist speziell. Siehst du das Symbol da drüben? Symbole wie dieses zeigen an, dass der Gegner einen Modifikator besitzt. Komm schon, beweg deinen Mauszeiger darüber. Ausstrahlungsmodifikator hat stets einen Würfel auf dem Brett, solange er am Leben ist. Modifikatoren ändern die Verhaltensweise von Gegnern. Sie wirken verändernd auf ihre Aktionen. Das Spielbrett oder selbst die Art, wie man sie töten kann. Bewege unbedingt deine Mauszeiger über einen neuen Gegner, wenn du einen antriffst, um mehr über seine Verhalten zu erfahren. Wissen ist Macht. Okay. Er hat jetzt hier einen Würfel, wenn ich das richtig sehe. So, 1 Schaden, 3 Schaden. Kann ich mir aussuchen, wen ich angreife? Also er macht 4 Schaden, was für mich eigentlich so viel bedeutet wie, ich muss blocken.
Was ist, wenn ich das hier mache? Ne? Ja. Zählt der für ihn? Tatsächlich, der zählt sogar für ihn. Ah. Das gefällt mir ja gar nicht. Aber ich muss das ja so machen, dass ich 5 habe, weil dann kriege ich immer noch 3 Schaden. Ja, ja. War so logisch, war so klar. Oh, was ist das denn jetzt hier? Kombiniert, Würfel. Im Umkreis von 6 Feldern kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Okay, kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Ich hätte gesagt, wir setzen dich ein. Dich. Und dich und schlagen auf dich ein. Nee, das ist nicht gut. So. Aber warum muss ich den da hinpacken? Das gefällt mir nicht. Also ja, wir müssen ihn auf jeden Fall töten. Was bedeutet das? Oh, das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Minus 4. Ja, wenn, dann setze ich mir noch ein Zweier-Schild, hätte ich gesagt. Oder wir heilen uns um 1 LP. Ja, dann heilen wir uns noch um 1 LP. Okay, also auf jeden Fall, er wird angegriffen und wir holen uns erstmal 3 Schilder. So. Okay. Der nächste, den wir angreifen... ist in meinen Augen eher, aber wir müssen jetzt ganz genau gucken. Denn wir brauchen auch noch ein Schild. Ah ja, jetzt sehen wir, wo der Modifikator alles greift. Ah, okay, so funktioniert das. So funktioniert das. Okay. Na dann, Feuer frei. Da hätten wir Blockchance. So, wenn wir ihn einsetzen, dann bist du tot. Dann können wir uns noch ein Dreier-Schild geben. Das sollte passen. Sehr gut. Sehr gut. So, dann setzen wir wieder einen Modifikator ein. 3. Und wir setzen uns ein Einer-Schild aus. So, können wir hier reingucken? Oh, wir können tatsächlich hier reingucken. Ablegen. Aha. Okay, und jetzt? Okay, geht also nicht. So. Ja, dann schlagen wir ihn jetzt zu 3. Und einfach, weil wir es können, geben wir uns auch ein Schild. Falls er doch auf den Gedanken kommt, uns anzugreifen. Lege einen Würfel ab. Heilt sämtliche LP. Okay, wir haben also am Ende des Zuges nicht mehr voll LP. Das ist schade. Dein erstes Ereignis. Keine Sorge, ich werde dir erklären, wie sie funktionieren. Ereignisse sind Situationen? Heißt das nicht Ach, das ist ein U. Situationen, in denen du eine Option wählst und anschließend deine Würfel benutzt. Die Optionen werden hier angezeigt. Okay. Nach Wertgegenständen suchen. Okay. Um eine Option auszuwählen zu können, musst du erst die jeweiligen Slots mit passenden Würfeln füllen. Sieh dir beispielsweise diese hier an, okay? Ja. Da kommt ein Blockwürfel rein, das ist mir klar.
Wenn du den Mauszeiger über den Slot bewegst, wird der passende Anforderungen des Slots belegt. Okay. Die Slots-Anforderungen können bestimmte Typen, etwa Angriffswürfel oder Eigenschaften wie Glas umfassen. Es gibt auch Slots ohne Anforderungen. Jetzt denkst du dir vermutlich, woher weiß ich, welche Option ich auswählen soll? Ganz einfach, bewege einfach den Mauszeiger drüber. Wenn du Gesamtwurf 3 oder mehr beträgt, wähle aus drei gewöhnlichen Relikten. Wenn der Gesamtwurf weniger als 3 beträgt, Kampf auslösen. Was? Kampf auslösen? Was heißt das? Kampf auslösen, okay. Siehst du die potenziellen Ereignisse, Erfolg und Fehlschlag. Aber wie kommt es zu einem Ergebnis? Nun, um das zu beantworten, sollten wir zuerst diese Slots füllen. Ziehe die Würfel aus deinem Deck für diese Option in die entsprechenden Slots, okay? Also wir müssen ja dich nehmen. Und dann hätte ich gesagt, dich. Lege hier einen beliebigen Würfel ab, okay. Spitze, jetzt sind wir bereit, die Option auszuwählen, aber etwas fehlt. Siehst du die gelbe Zahl ganz oben? Das ist die was? Der Zielwurfwert für dieses Ereignis, okay? Wenn du eine Option auswählst, wird der platzierte Würfel geworfen. Wenn der gewürfelte Gesamtwert den Zielwurfwert erreicht, ist es ein Erfolg. Fahren wir fort. Klicke auf die Option und siehe den Würfeln beim Rollen zu. Ah, okay. Das hat aber zwei zu. Ja. Erfolg, okay. Höher als die Zielwurf. Du kannst dir also nun deine Belohnung abholen. Okay. Und das war es im Grunde auch schon. Aber warte, das war zu einfach. Also versuche es jetzt mal alleine. Okay. Was ist das hier? Wenn der Gesamtwert 3 oder höher, eine Silberwürfel. Ich weiß ja nicht, ist das ein Silber? Nee, ist ein Glaswürfel. Wenn der Gesamtwurf 3 oder mehr, 10 heilen. Heilen brauchen wir, glaube ich, nicht. Deswegen hätte ich gesagt. Ja. Oh. Wähle aus drei gewöhnlichen Relikten. Ich weiß ja nicht, was ein Relikt ist. Deswegen sage ich. Klack. Wir machen trotzdem. Da wir gewöhnliche. Egal, welche wir benutzen können, würde ich einfach mal so einen nehmen. Und dann Feuer frei. Super. Also sieht aus, als hättest du den Bogen raus. Nun, jetzt bist du auf dich allein gestellt. Aber denk daran, du kannst mich jederzeit anklicken, wenn du Hilfe benötigst. Okay. Ah. Halt, wenn der Kampf zu Ende ist, jeder dritte Würfel eines Typs, den du auf dem Spielbrett bringst, verbraucht keine Energie. Oh, das ist gut. Präzise, werde Präzision, präzise Tötung. Werde dich 2 LP heilen und dir 3 Block geben. Töte einen Gegner exakt mit Schaden im Ausmaß seiner verbleibenden LP. Auch gut. Aber ich hätte erstmal den Farmer gesagt, damit wir weniger Energie verbrauchen. Bis jetzt ein verdammt interessantes Spiel. Okay, er hat sich da angeflankt. Ich würde ihn gerne umbringen. Ja. Okay, und dann geben wir uns noch einen Block mit 5. So, dann. Er hat. Da kommen wir wohl nicht ganz ran, würde ich sagen. Denn. Kommen nur auf 4 Schaden. Da. Oder wir töten ihn mit einem Schlag, kriegen aber einen Schaden. Was natürlich nicht ganz so günstig wäre. Oder wir holen uns einen Blockwert. So. Glaube, das war schon besser so. Deswegen, wir können ihn jetzt nämlich töten. Mit einem.
Zweierwürfel und uns trotzdem noch einen schönen Block holen. Ja. So, dann. Okay. Jetzt macht der schon 3 Angriff. Aber wenn wir dich machen, müsstest du doch mit einmal jetzt down sein, oder? Yeah. Lege einen Würfel ab. Du erhältst einen neuen Würfel. Ein Boost-Würfel. Ein Dreier-Boost-Würfel. Das wäre noch so ein Glaswürfel gegen uns. Ein Standardangriff? Nee, ich hätte gesagt, hier ein Boost-Würfel noch. Boost ist gut. Okay, jetzt sind wir dran. Oh, ouch. Das tut jetzt weh. Müssen wir ja so machen. Ja. Das hilft nicht. Dich kriegen wir so down. Da brauchen wir ja nicht mal einen Heal-Würfel. Okay. Oh, er konnte 3-mal angreifen. Oh. Okay, ich hätte gesagt. Ja, gut. So. Drei, drei, dann wäre er nämlich weg. Obwohl. Wir gehen auf ihn. Das hätten wir von Anfang an machen sollen. Denn jetzt müssen wir ihn töten. Und wir brauchen ein Schild. Da kommen wir nicht drum rum. Eieieiei. Das ist hart. Und jetzt macht er auch noch einen Dreier-Schaden. Aber das sollten wir mit einem normalen Boost kriegen wir das weg. Genau, dann nehmen wir noch den Dreier-Schaden mit. Mhm. Oh, das sollte passen. Ach, du heiliger Bimam. Verbessere 2 Würfel auf Silberstufe. Oh ja. Wir brauchen erstmal Angriff. Vielleicht hätten wir auch einen Verteidigungswürfel nehmen sollen. Au! Scheibenkleister! Also, wir müssen. Nee, wir sind down. Wir können machen, was wir wollen. Weil ich kann. Klar kann ich das machen jetzt. Dann haben wir 3. 1, 2, 3. Und ihn müssten wir dann aber töten. Und das haut nicht hin, weil er wird mehrfach angreifen. Ihr könnt natürlich auch noch versuchen. Aber das bringt uns auch nichts. Das bringt uns leider genauso wenig. Wir hätten Schild, aber es ist zu wenig. Wir verlieren. Ja. Vier, 1, 2, 3. Also, da, nee. Egal, was wir machen. Egal, was wir machen, wir verlieren. Ah, okay. Gut. Wir haben verloren. Und jetzt? Fangen wir jetzt von vorne an. Gucken wir mal in unseren Rucksack. Anscheinend schon. Obwohl, wir haben die Boost-Würfel. Ebene 1. Kommt man hier irgendwie auch raus? Warte mal, mal gucken. Speichern und beenden? Nein. Gameplay? Nein. Hm.
Okay, wir gucken mal weiter. Oh, ich sehe gerade. Wir haben ja gar keinen Boost. Das bedeutet, wir müssten uns erstmal verteidigen. Jetzt haben wir einen Boost. Das bedeutet, du bist taunt. Leeren Würfel. Du erhältst einen neuen Würfel. Was? Einen Boostwürfel will ich nicht. Hier. Prisma. Was machen die denn? Das weiß ich nicht, was so ein Prisma-Würfel macht. Okay, jetzt haben wir ihn wieder. Diesen kleinen Mokel. Okay, was macht der? Wird der Würfel anvisiert? Wer denn auch dessen Ziele anvisiert? Kann nur einmal pro Kampf. Das bedeutet was? Huh. Verstehe ich nicht ganz. Oder auch gar nicht. Oh, damit ist er mit einem Schlag down. Ich dich wegnehme. Nee, der passt schon. Das ist wie so eine. Okay, nochmal eine ganz schöne Erhöhung, ne? Was machst du? Wird dieser Gegner getötet, verursacht er zwei Schaden am Spieler. Autsch. Das würde für mich ja eigentlich bedeuten, ich mach mal den Verstärker. Setz mir noch ein Schild hin. Behalt aber den. Dann bist du weg und ich kriege Verteidigung, ja. Sollte also passen. So, dann haben wir einen Verstärker. Plus 3. Sollte. Das Schild selber behalten wir da? Ne, wir behalten das Schild leider nicht. Schade. Gut, dann. So. Wir heilen uns zwei und lege einen Würfel ab. Du erhältst einen neuen Würfel. Noch ein Standard-Bußwürfel. Einen Sechser Glaswürfel. Kommen wir hier eigentlich jetzt raus oder müssen wir hier die ganze Zeit weiterkämpfen? Oh, jetzt können wir was machen. Suche in deiner Umgebung nach Wasser. Wähle zwei gewöhnliche Relikte. Wenn der Gesamtwert 3 oder höher, ungewöhnliche Relikte. Hol dir die Kampfbelohnung. Ungewöhnliche Relikte. Wähle zwei gewöhnliche Relikte aus, okay. Geht nicht, das könnte man machen. Müssen wir riskieren, würde ich sagen, ne? Wie jetzt? Ach, da können wir nur einen Würfel reintun. Oh. Das ist gemein. Das bedeutet, wir müssten ja hier mal zwei. Ist eine 4. Haben wir. Glaswürfel, erhalte plus 3 auf Grundwert. Heile 1 RP jedes Mal, wenn du 2 oder mehr Schaden verursachst. Das finde ich gut. Das ist sowas wie Lebensraub. Okay, wir haben eine Biene und wir haben das Mistvieh. Können wir eins von denen direkt ausschalten? Du bist schon mal down. Perfekt. Und wir verteidigen uns. Jetzt haben wir einen, glaube ich, geheilt. Können wir das eigentlich steigern? So, jetzt haben wir hier einen Glaswürfel. Jetzt würde ich mal das machen. Dann setzen wir den Glaswürfel ran. Oh.
Oh. Die Kombo ist ja mal geil. Erhöht die Leben mag. Oh ja. Warum sollten wir jetzt schon Würfel ablegen? Au. Okay. Du hast das. Hier, die haben keine weiteren Fähigkeiten. Für mich ist eigentlich er erstmal der gefährlichere. Hätte ich jetzt gesagt. Deswegen, wenn wir jetzt noch einen Glaswürfel hier reinpacken und dich nach da. Das ist schade. Ne, wir müssen das so machen. Dann machen wir zumindest 6 Schaden an ihm. Ne, höher geht's nicht. Höher geht's nicht. Okay, jetzt würde er fallen. Das bedeutet, wir machen auf jeden Fall. Entschuldigung. Oh Mann. Den. Okay, dann. Keine, das ist so eine Verbindung, ne? Glaswürfel plus Verstärkerwürfel und dann ein Angriffswürfel. So, ein Verteidigung machen wir. Plus den hier. Weiß gar nicht. Sind irgendwann unsere Würfel eigentlich alle? Oder bekommen wir neue? Erstmal, wir sind sogar voll geheilt. So. Dann hätte ich gesagt, wir müssen es töten. Brauchen aber auch eine Verteidigung. Er ist einfach nur zum Deffen da, oder? Also, ich verstehe es nicht ganz. Sag ich's, bin ich ehrlich? So. Ist ja so oder so zwei. Okay, wir müssen genau gucken. Überleg dir mal, wir machen jetzt einen 9er Schaden. Jetzt greift er an. Okay. So, wenn wir jetzt hier einen. Na, das passt nicht. Ich habe das Gefühl, wir müssen ihn umsetzen, damit wir dann ihn und da erstmal ordentlich reinhacken können. Dann, ja, die Verstärkerwürfel sollten wir immer benutzen. Oder wir hauen ihn jetzt mit einem Schlag um. Verbessere 2 Würfel in Silber. Also ich nehme einen Angriffs- und einen blauen Würfel. Dann haben wir einmal der. Ja doch, ich glaube das. Was haben wir denn da? Ach du heiliger Bimbam. Er greift zweimal an. Finde ich gar nicht gut. Insgesamt kommt 5, 7. 9 Schaden rein. 9 Schaden ist nicht gut. Ich hätte ja fast gesagt, wir greifen erstmal ihn an. Aber wir haben nichts richtig zum Verstärken, ne? Ne. Das bringt also gerade auch nicht so viel. Deswegen halten wir mal, machen wir mal einen auf den. Naja, war so klar. Jetzt aber. Jetzt haben wir einen Verstärkerwürfel. Ja.
Damit können wir ihn töten. Das machen wir. Auch wenn der Schaden jetzt wieder bei 6 liegt. Aber er ist down. Das ist schon mal die halbe Miete. Meiner Meinung nach. So, und jetzt haben wir 4 Schaden. Das bedeutet, wir müssen es verstärken, wenn möglich. Einen Dreier und einen... Ah, macht auch nur 3. Aber egal. Okay. Ja gut. Dann den Verstärker rein. Bist du down? Und wir geben uns ein Schild. Sehr gut. Haben wir noch was zum Heilen? Nein. Wir könnten natürlich jetzt warten und uns erstmal heilen. Wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, uns noch zu heilen. Ah, schon wieder nicht. Das wäre... Oh, da haben wir... nee, ist auch kein Heilerstein. Ach man, das ist schade. Wir kriegen einfach keinen Heilerstein. Ja gut, dann hauen wir ihn um. Okay, wähle ein neues Relikt aus. Reduziert sämtlichen Schaden aus Runde 1 auf 0. Glaswaffe erhalten. Plus 3 auf Grundwert. Das bedeutet, ich könnte in der ersten Runde einmal komplett durchsmashen und würde keinen Schaden erhalten. Was hat er? Der Gegner bricht in dieser Runde sämtliche Aktionen ab, wenn er Schaden erleidet. 7x0 interessiert mich also nicht. Ich könnte... Null? Hä? Wie jetzt? Wir könnten uns heilen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Jetzt macht er einen Schaden, ja. Wenn ich jetzt also so mache, hätte ich 5. Ja, dann bringe ich dich erstmal um. Es hilft nichts. Die 2 Schaden kriegen wir so oder so. Ja. War logisch, dass das passiert. Aber jetzt können wir dich töten. Das ist schon mal gut. Oder auch nicht. Aber wir geben uns vorsichtshalber nochmal ein 5er Schild. Okay. Du bist down. So viel steht außer Frage. Dann kriegen wir nochmal ein 5er Schild. Ja. Wurde verteidigt. 7x1. Das ist nicht gut. 7x1. Jetzt müssen wir mal gucken. 10er Schaden. Verteidigung. Das ist... Warte mal, wenn er Schaden erleidet, der Gegner bricht in dieser Runde sämtliche Aktionen ab, wenn er Schaden erleidet? Das testen wir jetzt mal. Ne, wählen wir auch nur auf 5. Sechs, acht. Tatsache. Okay. 14 Schaden mit einem Schlag. Das ist genial. Gut. So, damit bist du tot.
vor sich selber ein 6er Schild, einfach bei was können. Konnten uns ein bisschen hochheilen. Was verleiht einem Würfel die Eigenschaft schwer? Verbleibt auf dem Spielbrett und verliert über x Runden lang an Wert. Aha. Verliert einen Würfel, was? Verleiht einem Würfel Eigenschaft Wachstum. Erhöht die Bonuswert mit jedem mit jeder Anwendung. Oh. Bonuswert mit jeder Anwendung? Ah, ich kann nur die Glas, die Death oder die Angriffswürfel machen. Ja, nur noch den Angriffswürfel hier. Warum auch nicht? So. Okay. Wähle aus zwei seltenen Relikten. Ich brauche was? Ein 5er-Wurf. Mal 2. Sollte ja machbar sein. Ungewöhnliche Relikte. Keine Belohnung. Wenn der Gesamtwurf weniger als 5 ist, Kampf auslösen. Nee. Frontalangriff. 8. Weitermachen. Weitermachen. Hier ein Würfel in ungeraden Zügen. Mal das Auserwählte. Wenn sich nur ein Würfel auf dem Spielbrett befindet, erhält dieser einen Dreifachmultiplikator auf seinem Basiswert. Wenn ich nur einen einsetze. Aha. Ich hätte das hier mit dem Joker genommen. Jo. Okay, was haben wir denn da? Was macht er? Diese Aktion, die Aktionen dieses Gegners sind von den Würfeln abhängig, die du in dieser Runde spielst. Also 0-0, die ich in dieser Runde spiele. So wie ich das gerade verstehe, reduziert sämtlichen Schaden aus Runde 1 auf 0. Das bedeutet, eigentlich kann ich auch sagen, ich bin fertig oder ich schmeiß mal Würfel weg, die ich nicht benötige. Oder wo ich glaube, hier erstmal weg damit. Okay, er hat eine Verteidigung bekommen. Interessant. Das ist wirklich interessant. So, wir machen einen Multiplikator. Wenn ich... Nee. Nee, das ist gar nicht gut. 6. 9. Auf ihn. Er ist nicht down. Mist. Er ist nicht down. Dann ist er jetzt down. Und wir holen uns ein Schild. Ja, doch, sollte passen. Okay. Verursacht 2 Schaden am anvisierten Ziel. Du hast noch irgendwas hier. Was ist das? Plus 1? Steht nicht da, ne? So. Okay, wir machen mal dich. Einen Multiplikator. Das ist nicht gut. Okay, mal 4. Dann hätten wir jetzt 5. 7. Nee, 7 hätten wir ja. Würden aber 4 Schaden bekommen. Und ein... Also 3 Schaden und ein Life. Okay. Gut, dann dich auf jeden Fall und dich. Du bist down. So viel steht fest. Und dann können wir ja nochmal hier ein Schild geben. Okay, gut. Lege einen Würfel ab. Du erhältst einen neuen Würfel. Goldboost-Würfel. Erhöht den Wert aller Würfel um plus 6, die 6 Felder weit entfernt sind. Oh, Spiegelwürfel. Hinterlässt auf dem eingesetzten Slot plus 4 Stärke. Den nehme ich mal mit, um den zu testen, wenn man bekommt. Aha, er hat was vergiftet. Reduziert den Wert des auf diesem Slot platzierten Würfels um 1. Der Gegner infiziert am Beginn der Runde einen zufälligen Slot. Okay. Also wir können uns erstmal heilen. Den Heilungswert können wir multiplizieren.
Das ist schon mal gut, weil wir kriegen ja null Schaden. Sowas wie eine. So, und ich würde versuchen, wenn möglich, ihn down zu kriegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das am sinnvollsten hinbekommen. 10. Kriegen wir das noch anders hin? Acht. 11. Was ist? 8, 12. 12 ist doch schon mal ein guter Schaden. So. Aua. Au, au, au. Das tat jetzt weh. So, jetzt haben wir diesen Würfel hier. Ah, so funktioniert der. So funktioniert der. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall einmal dich. Und dann würde ich sogar dich sagen. Und dann hätten wir 6er Schild. Dann haben wir die verteidigt. Kriegen plus 1, sollten wir kriegen. Oder? Haben wir plus 1 bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Dann nehmen wir den. So. Die Verteidigung hoch und den Angriff hoch. Oh, das war ein guter Heal. Warum haben wir gerade 3er Heal bekommen? Das weiß ich nämlich gerade nicht. So, 5er Schaden und ein 3er Schild. Dann heilen wir uns nämlich nochmal ein. Haben wir fast wieder die Ausgangsposition, die wir vorher hatten. Dann nicht unbedingt verkehrt. Verbessert 2 Würfel auf Silber. Ich hätte dich gesagt, ich brauche mehr von den Heal-Würfeln. Eigentlich. So. Okay. Der Bogenschütze. Erstmal hätte ich jetzt gesagt, wir heilen uns. Verstärken die Heilung. Vielleicht sogar um ein Vielfaches. Ja, 7. Machen wir 7 hier. Dann haben wir 21. Das ist schon mal ein Anfang. 7-mal. Das ist es halt. Er greift 7-mal. Er greift auch mehrfach an. Wir sollten im ersten Zug versuchen, ihn down zu kriegen, um danach ihn down zu machen. Aber das wird nicht einfach werden. Wir haben nur einen Verstärkerwürfel. Wir haben noch einen Glaswürfel. Oh, das passt perfekt. So. Da geht jetzt ordentlich Hauer. Aber ich würde sagen, wir gehen dann auf ihn und versuchen uns immer ein Schild zu geben. Sprich, ein 3er Schild gegen ihn passt schon mal. Aktion wird abgebrochen. Das heißt, wir könnten jetzt erst, also wenn wir ihn angreifen, so jetzt wird abgebrochen, dann können wir es auch verstärken. Wir könnten natürlich auch den ganzen Angriff noch um ein Vielfaches erhöhen. Warte mal. Ja, doch, müssten wir ja so machen. 5. Ja, komm. Okay, dann haben wir wieder ein Schild. Das multiplizieren wir. Dann haben wir schon mal. Oh, jetzt macht er 4. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, aber bleibt uns nichts anderes übrig. Wir bleiben bei 14. Wir haben einen Multiplikator und das gefällt mir. 9 Schaden und wir haben genügend Verteidigung. So, wir müssen ihn wieder angreifen, sonst haben wir keine Möglichkeit. Dann geben wir uns ein 2er Schild und dann werden wir mal hier dich hinsetzen. Das reicht ja aus. Wir kriegen zwar kein Leben jetzt, aber passt. So, das würde bedeuten,
Geben uns ein Schild. Und den Schaden. Wir hätten sogar einen 5er Schild. Das würde bedeuten, wir würden ihn mit einem Schlag jetzt wegbekommen, würden ihn verteidigen können. Ja. Perfekt. Ah, schade. Nichts zum Heilen. Aber gut, das sollte passen. Das gibt uns einen Punkt dazu. Verleiht einem Würfel er... Was? Die Eigenschaft hohl. Versucht bei Benutzung keine Energiekosten. Ja, das ist natürlich logisch, dass wir den machen. Der verstärkt. Wir brauchen keine Engine. So, was haben wir denn da für einen? Der Gegner arrangiert vor dem... Was? Der Gegner agiert vor dem Spieler. Oha. Das finde ich gar nicht witzig. Aber die Würfel grundsätzlich können wir so behalten. Den einer hätten wir vielleicht noch wegpacken können. Ja. 12. Wir kriegen 3 Schaden auf jeden Fall rein. Wenn wir jetzt aber sagen, wir haben hier einen 12er. Wir haben keinen verstärkt. Wir haben nur dich. Das bringt mir also gar nicht. Könnten dich setzen. 7. Plus dich. Ohne Verteidigung. Kriegen also ein. Okay. Dann hätte ich gesagt, wir geben uns eine Verteidigung. Verstärken diese, wenn möglich. Auf 7. Wir haben nur den einen Angriffswürfel, ne? Das ist schade. Aber ja, wir müssen es machen. Er ist immer vor uns dran und das ist nicht gut. Er heilt ab und zu. Interessant. Wir brauchen einen Dreierwürfel. Wir haben einen Healerwürfel. Sehr schön. Was sollen wir jetzt so machen? Ich frage mich gerade, ist der dann weg? Geheilt. Verteidigt. Da haben wir wieder... Oh, na, doch, doch, doch. Das ist eine gute Kombo, glaube ich. Wenn wir jetzt euch beide nehmen. Dich. 5 Schaden. Ja, doch, dann müssen wir den nehmen. Und wir taken auf ihn. Sehr geil. Das ist... Ja. So, jetzt... Ja, was bleibt uns anderes übrig? Wir bauen einfach eine Verteidigung auf und schlagen ihn jetzt nieder nach und nach. Und haben sogar die Möglichkeit... Oh, mit einem Schlag machen wir ihn platt. Na komm, dich noch. Wähle ein neues Relikt aus. Du hältst am Ende deines Zuges für jeden Würfel auf deiner Hand einen Block. Okay. So. Ebene 13 sind wir. Ich habe keine Ahnung, wie weit das geht. Und das werden wir auch nochmal feststellen müssen. Aber... Wir könnten uns heilen. Bringt nicht viel, weil wir nur auf 23 kommen. Dann lassen wir es so. Bleiben die... Achso, ich bin fertig, krieg dann die Block... Ah, verstehe. Das würde ja bedeuten, ich muss versuchen, ihn zum Beispiel mit einem Schlag down zu kriegen. Haben wir keine Chance, weil wir keinen dementsprechenden Würfel haben. Wir können jetzt versuchen, unsere Verteidigung aufzubauen.
Indem wir zum Beispiel sagen, wir bauen uns erstmal eine 10er-Verteidigung auf. Plus das, was wir bekommen haben, reicht das aus. Jetzt haben wir endlich Angriffswürfel. Sehr gut. Wir haben einen Verstärker. Er macht schon wieder 7. Das bedeutet, wir müssen... Das ist jetzt nur die Verteidigung für ihn. Damit wäre er down. Haben wir 11er Verteidigung. Das reicht. Perfekt. Oh, das ist Gold wert. Dass wir jedes Mal eine Verteidigung bekommen. Das ist richtig, richtig, richtig Gold wert. So, wir hätten einen Glaswürfel. Wir haben keinen direkten Verstärker. Deswegen machen wir mal jetzt ihn. 8. 10. Und wir holen uns noch dich dazu. Machen wir ein bisschen Minus. Ist nicht schlimm. Ist absolut gar nicht schlimm, denn wir hacken ihn jetzt ins Brei. So, nee, das ist gar nicht so gut. Wenn wir es so machen. 14. Hä? Das finde ich ja gar nicht witzig. Das finde ich ja gar nicht witzig. Auch nicht. Ah. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt einen verbrauchen oder nicht. Ja, komm, wir gucken mal, was passiert. Ja, wir verbrauchen ihn dann pro Runde. Schade. So. Volles Life. Besser geht's gar nicht. Verbessere 2 Würfel. Dann nehmen wir natürlich den Angriffswürfel und den Multiplikator. Oh. Okay. Ein wenig davon essen. LP vollständig heilen brauchen wir nicht. Hol dir prismatische Mango. Aha. 7 oder höher. Der wird mal 3 gewürfelt. Also ist ja wohl das kleinste Problem. Was ist das? Hol dir essbares. Ich hätte gesagt, wir machen mal den Wurf und setzen hier noch eine 6 rein und dann 14. Okay. Erhöht deine Max LP um 3. Heilt dich jede Runde für plus 1. Oh. Jawohl. Damit haben wir Lebensraub. Wir können die erste Runde ein bisschen schauen. Da kommt halt nur Schaden rein und wir kriegen erstmal Verteidigung. Okay, er konnte zweimal angreifen gerade. 10er Schaden. Ist nicht so schön. Das ist Multiplikator. Aber er macht nur noch ein. Ah, hier haben wir 2. Okay, das bedeutet. So. Plus 3. Dann hätten wir aber auch nur 6, ne? Jetzt den Glas noch dazu nehmen. Hätten wir 9. Ja, holla, die Waldfee. Du bist schon mal down. Wir verteidigen uns und sagen guten Tag. Keine Ahnung. Das ist okay, das ist gerade richtig krank. Was wir an Schaden fahren. Das wurde durch den Multiplikator multipliziert und ey, heftig.
Verbessere einen Würfel auf Goldstufe. Oh, auf Goldstufe? Aha. Er ist bäh. Oh, was ist das denn? Platziere Würfel auf all diesen Slots, um den Gegnerschaden, zu reduzieren. Also noch kriegen wir keinen Schaden. Dieser Gegner kann nur mit einer perfekten Tötung besiegt werden. 7 LP verbleiben. Aha. Okay, er macht 10 Schaden. Sechs. 12. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich hätte fast gesagt, wir schieben uns noch ein davon rein. Oder was ist, wenn wir ein Glas machen? Was ist, wenn wir dich... Dann wärst du aber auch nur bei 9. Das hatten wir vorher auch schon. Wir kommen nicht höher als 9. Also 9. So, 6. Ach so, doch, wir kommen auf 9, weil wir... Warte mal, wenn wir jetzt das noch dazu nehmen. Sind wir bei 8. Wenn wir das jetzt machen, sind wir bei 9. Haben aber kein Schild. Egal, komm. Es muss... ja. Okay. So, er muss sterben. Das ist schon mal Fakt 1. Und wir brauchen ein Schild. Das ist Nummer 2. Weg. So, da haben wir jetzt die 5 drin. Plus 2. Damit wäre er down. Wenn ich jetzt dich aber nach... Was, wenn ich dich dahin packe? Du bist down. Das ist schon mal gut. Plus 4. Plus 3. So, dann hätte man 4er-Schild. Hätten... Und würden, glaube ich, sogar... Ja, wir kriegen Leben. Okay. Gut. 7. Verstärken wir. Wenn möglich. 11 live. Und wir hauen... Und wir geben uns ein Schild. Hätten wir 6er Schild, wäre er weg und würden noch 4 Schaden bekommen. Hm. 7. Jetzt macht er 6 Schaden. Wir müssen ihn mit einem perfekten Schlag töten und das ist ja ein perfekter Schlag. So, jetzt ist vorbei, mein Freund. Selbst so. Zehn. Ich hatte doch gerade 8.
6, 12. Naja, passt schon. 3 haben wir. Au, jetzt haben wir nicht ganz so viel Pass. Jetzt kriegen wir wieder 2 Schaden rein. Das war nicht ganz so meine Absicht, aber du stirbst jetzt. Das bedeutet, wir machen einen so und am Ende des Zuges sollten wir dann noch einen bekommen. Du erhältst einen neuen Würfel. Lege einen Würfel ab. Ich hätte gesagt, Angriffswürfel, Stufe 4. Ein Heal-Würfel hätte ich gesagt. Davon haben wir zu wenig. Okay, letzte Runde. Dann hören wir mal auf. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich ehrlich gesagt empfehlen kann. Ist halt nett, ist halt mal eine Abwechslung. Wir müssen halt hier gucken. Ne? Es ist halt wie Karten, nur mit Würfeln. Obwohl das ja eigentlich auch Karten sind, nur dass da ein Würfelsymbol drauf ist. Für mich persönlich ist das eigentlich identisch. Deswegen, ja. Du bist schon mal down. Wir geben uns ein Schild. Er konnte auch angreifen mittlerweile. Oh. Nee, so hohen Schaden verursachen wir, wenn dann da, bitte. Ah, das ist schlecht, dass wir da nicht genau rankommen. Dann... Ah, wie kann man das... Es muss doch... Da war ein Slot. Ah, da haben wir doch den Slot erwischt. So, wenn wir jetzt 5 drauf haben. Mehr brauchen wir gar nicht einsetzen. Weil wir haben Plus gemacht und konnten ordentlich Schaden verursachen. Ah ja, okay, okay, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Er macht jetzt 5 Schaden. Kriegt aber erstmal ordentlich eine rein. Wir haben 7er Verteidigung. Alles schick. So, weg mit ihm. Dann machen wir noch die 3er Verteidigung auf. Und das war's. Oh. Was macht man jetzt? Gar nichts. Weil wir haben keinen Angriff. Achso, wir müssen einen Würfel. Oh, wir kriegen noch Würfel dazu. Ja. Gewonnen. Oh, auf Goldstatus. Einen Würfel auf Goldstatus. Dann nehmen wir einen Angriffswürfel. Ja, war die letzte Runde. Es macht wirklich Spaß, das Spiel. Ist mal wieder was anderes. Ist kostenlos. Ich spiele jetzt. Die Runde sind jetzt bei mir bei 43 Sekunden. Daher, ja, schaut rein. Macht Gaudi. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Eckdaten habe ich am Anfang schon gesagt. Und dann wünsche ich jedem, der reinschaut, viel Spaß. Und man sieht sich. Tschüss.